Wichtig für die Zukunft ist, aus der wachsenden Stadt eine Chance für Berlin zu machen. Berlin muss die Bodenfrage als die soziale Frage erkennen und eine langfristige Perspektive aufstellen, jetzt den Schnitt machen und für 100 Jahre denken, wie wollen wir mit dem Boden umgehen. Also meine Botschaft ist folgende. Ich möchte gerne, dass wir tatsächlich die immer weniger werdenden Flächen in Berlin klug nachnutzen. Und dazu braucht es Konzepte. Also ich glaube, wenn Berlin es schafft, das, was sich heute hier mal so angedeutet hat, auch in dem gemeinsamen Auftreten der beiden Senatoren, in dem Einbeziehen der gesamten gemeinwirtschaftlichen Akteure, wenn daraus ein beständiges Politikmodell gibt, wo man Liegenschaften, Stadtentwicklung zusammendenkt, dann ist das ein Pfund. Erkennt Zivilgesellschaft als Akteure, scheut euch nicht, Forderungen zu stellen und die wenigen Flächen, die ihr habt, wirklich zum bestmöglichen Nutzen der Stadt auszunutzen. Meine Botschaft an Berlin ist, man muss sich zusammensetzen mit denen, die investieren, mit den Banken, die Investments finanzieren und ihnen klar machen, dass es ein gesellschaftliches Problem ist und nicht ein Problem, was die Stadt sozusagen alleine hat, sondern haben sie alle. Wie wir mit dem Boden umgehen in der Stadt, das entscheidet darüber, ob und wie Berlin eine lebenswerte soziale Metropole bleibt. Das heißt, wir müssen den städtischen Boden schützen, wir müssen ihn mehren, wir müssen mit den Akteuren gut zusammenarbeiten, die auch ein Interesse daran haben, dass Berlin eine lebenswerte Stadt bleibt. Das ist meine Botschaft.